Bin's auf, Schatz. Moni? Moni! Schatz, ich muss jetzt sofort zu meiner Mutter. Sie ist die Treppe runtergefallen. Ich glaube zwar, sie hat bloß einen blauen Fleck, aber du weißt ja, wie leicht sie sich Sorgen macht. Ich bleib dann über Nacht bei ihr und mach ihr kalte Umschläge. Zu essen ist nichts da, aber du gehst ja sowieso zu deinem Skatabend. Viel Spaß und bis morgen dann. Moni. 3, 9 Nachrichten. Nachricht 1. Ja, Moni, ich bin der Schorsch. Du, Manni, tut mir leid, ich kann heute Abend nicht kommen, aber ihre Mutter und meine Mutter eingeladen. Du kannst dir ja vorstellen, was los ist, wenn ich den Skat spielen gehe. Tut mir leid, das kannst du mir glauben. Naja, was soll's, der musste eben bloß ein Bier trinken mit Rudi. Bring das für mich mit, hörst du? Also mach's gut, bis nächsten Freitag. Schnappt ihr! Hallo, Manni! Du, Bobby, sieht das gar nicht gut aus heute Abend. Ich hab das Harald Bose versprochen, dass ich ihn mit seinem Wagen helfe. Nee, er kann ja nur heute Abend. Ja, da ist nichts zu machen. Leider. Na, dann trinkst du eben bloß ein Bier mit George und wir treffen uns dann nächsten Freitag wieder zum Skat, ne? Ja. Trink eins für mich mit, du, ja. Ah ja, Rudi war das hier. Tschüss. Ende der Nachrichten. Mensch, du Moors. Was ist denn heute Abend bloß los? Der Herr, der wollte Dübel hinschäden. Na, Manni, du bist noch hier? Bin ich zu früh? Na, Caroline. Nee, Punkt 8, ich bin nicht zu früh. Wo ist Moni denn? Hey, du, das tut mir leid, Moni ist nicht da, sie ist bei ihrer Mutter. Wieso das denn? Habt ihr euch verkracht? Du, ich bin damals auch zweimal abgehauen, als ich mich über meinen Mann geärgert habe. Aber damals war ich noch jung verheiratet. Aber ihr habt doch schon mehr als 20 Jahre auf dem Puckel. Da weiß eine Frau doch, das lohnt sich nicht. Mit deiner Mutter hast du denn genauso viel Probleme, als wenn du zu Hause bei deinem Mann geblieben wärst? Wir haben uns nicht verkracht. Monis Mutter ist die Treppe runtergefallen. Was machst du da? Oh Gott, die Treppe runtergefallen. Lebt sie noch? Ja. In ihrem Alter sind die Knochen so mürbe, die knacken weg wie Streichhölzer. Aber... Und was das denn noch alles nach sich zieht. Ich mach schon auf, so kannst du ja unmöglich an die Tür gehen. Hallo, Na, Blutzi, komm schnell rein, wird kalt. Kennt ihr Manni? Das ist Manni. Manni ist Monis Mann. Na, Manni. Hier, die müssen gleich ins Wasser. Schneide die Stängel aber vorher noch mal an, dann halten sie länger. Stern, Hannah Stern, Asian Universal Export Incorporated. Manfred Fehling, Riedmeier und Hinsch, Hoch- und Tiefbau. Wo ist Moni denn? Oh, Monis Mutter ist die Treppe runtergekegelt und das in ihrem Alter. Oh. Moni ist bei ihr, geht vielleicht auf den Rest. Was? Ja, ihr wisst,
weißt doch, wie schnell das gehen kann, wenn ich da bloß an Carla Blum denke. Die ist bloß den Kanzler runtergefallen und hat sich das Bein gebrochen. Zwei Tage später hatte sie die Fettembolie und war tot. Da hatte sie ja noch Glück gehabt. Was? Ja, meine Tante Else lag 3 Tage lang im Keller, bevor wir sie gefunden haben. Schon 3 Tage tot? Nee, sie lebt noch. Aber ein Knie war kaputt. Sie kam die Treppe nicht mehr rauf. Na, 3 Tage ohne Essen und Trinken. Da kann sie aber hops gehen. Sie wusste sich zu helfen. 16 Flaschen Wein hat sie ausgetrunken. Sie war stockbesoffen, als der Rettungswagen kam. Ich geh schon. Sag mal, musst du nicht zu deinem Skat haben? Wieso? Tu neue Schuhe nur immer so. Dann kauf sie doch gleich eine Nummer größer, dann passen sie auch. Ich bin doch 4 Wochen versandte Schlappen. Kriegst du auch seine So, nun schnack nicht so lange rum, kommt rein. Amen. Kennt ihr Manni? Das ist Manni. Manni ist Monis Mann. Na, Manni, ich bin Jasmin. Na, Manni, ich bin Ina. Hallo. Na, alle zusammen. Sag mal, wo ist Moni denn? Na, Luzi. Na, wie geht's dir? Fuß kaputt? Nee, du. Und mein neuer Schuh ist noch zu eng. Na, Manna. Hallo. Oh, Monis Mutter liegt auf Leben und Tod. Nee. Ja, sie ist ganz bös die Treppe runtergefallen. Moni ist bei ihr. Geht vielleicht zu Ende mit ihr. Oh, die arme Frau. Ja, sowas kann ganz böse ausgehen. In welchem Krankenhaus liegt sie denn? Monis Mutter ist nicht im Krankenhaus. Sie hat nichts weiter als einen blauen Fleck. Moni macht ihr kalte Umschläge und kann mir vielleicht mal irgendjemand sagen, was hier los ist. Nichts weiter als auch ein blauer Fleck kann bös enden. Da kann sich leicht eine Thrombose draus entwickeln. Und dann setzt sich der Proppen irgendwo fest und dann stirbt dir ein Arm oder Bein. Sag mal, warum bist du eigentlich nicht bei deinen Skatbrüdern? So schlimm ist das doch mit Monis Mutter noch gar nicht. Wäre ich bei meinen Skatbrüdern, dann wäre ich jetzt nicht hier und ihr wärt draußen in der Kälte. Und jetzt sag mir bitte, was hier los ist. Wieso? Hat Moni dir denn nichts gesagt? Natürlich nicht. Hätte Moni ihm was gesagt, dann hätte er gewusst, dass wir kommen. Und hätte er das gewusst, dann würde er nicht so rumlaufen wie jetzt. Ah ja, Fräulein Logisch hat mal wieder ihren klugen Tag. Heute ist doch Freitag, da haben wir immer unsere Kitchenparty. Weißt du das denn gar nicht? Kitchenparty? Ja, immer reihum. Heute ist Moni dran. Letzte Woche waren wir bei mir und nächste Woche sind wir bei Emily. Kitchenparty? Was ist eine Kitchenparty? Wo bleibt Emily denn heute? Hast du schon jemals erlebt, dass sie um Punkt 8 da ist? Nee, alles, was überhaupt gar nicht passieren kann, das passiert Emily. Und das jeden Freitag. Eigentlich muss sie einen richtigen Bammel vom Freitag haben. Bloß gut, dass sie das nicht voraussehen kann, was passiert, nicht? Sie ist ein Skorpion. Die rasseln ständig in sowas rein. Ah, das ist sie. Ich gehe schon. Das ging aber schnell heute. War das wohl nicht so schlimm? Ich bin fast hier. Steh da vorne an der Ampel, da bleibt rechts von mir ein Radfahrer stehen und klopft bei mir an die Scheibe. Ich lass ihn runter und frag ihn, was er will. Wo geht das hier in die Rudolfstraße, fragt er mich. Ja, ich erkläre ihm das, ne? Zweimal rechts, bei der Apotheke links und bei dem Supermarkt dann wieder rechts. Gut, sagt er, dann wissen Sie ja, wie Sie fahren müssen. Und dann wird das grüne Erstrampel weiter. Ich also los. Zweimal rechts, bei der Apotheke links. Und als ich dann bei dem Supermarkt rechts in der Rudolfstraße bin, da weiß ich gar nicht, was ich da eigentlich will. So was aber auch. Hat das Arzt mich doch dann angeschmiert? Ja, das gibt solche Leute. Die machen sich da einen Spaß draus und spielen andere Leute an. Du kannst gar nicht vorsichtig genug sein. Ja, aber nun bist du ja hier, ne? Kennst du Manni? Das ist Manni. Manni ist Monis Mann. Tag, ich bin Emily. Tag. So siehst du also aus. Nachdem, was Moni uns von dir erzählt hat, habe ich mir dich ganz anders vorgestellt. Wo ist Moni eigentlich? Moni ist bei ihrer Mutter und macht kalte Umschläge. Sie hat nur einen blauen Fleck und dafür lässt Moni uns jetzt sitzen. Ja. Nur einen blauen Fleck? Also damit ist nichts zu spaßen. Nee, Kinder, so kann doch kein Mensch sitzen. Immer dasselbe mit euch. Hier, hang mal drauf. Also, was ist eine Kitchen Party? Das erzähle ich dir gleich. Häng erstmal die Klamotten auf. Sag mal, was machen wir denn nun? Wieso? Was ist? Was wollen wir denn nun machen? Was meinst du? Oh,
seht ihr das denn nicht? Das ist doch ein Mann. Ja, lass ihn doch, da kann er doch nichts für. Ich weiß, was du meinst. Er ist ein Mann und er passt nicht in unsere Party. Nee. Können wir woanders hingehen? Nee, zu mir nicht. Da sieht das aus wie Sodom und Gomorra. Ich bin 3 Tage lang zu nichts gekommen. Nee, zu mir auch nicht. Mein Sohn hat seine Computerkumpels da. Die machen so eine Art Internetparty. Na, zu mir doch erst recht nicht. Mein Jan Kevin hat heute seinen Literaturzirkel. Da dürfen wir nicht stören. Nee. Bei mir sind heute die Türen und Fenster frisch gestrichen worden. Ja, das backt noch eins und stinkt. Caro! Nee, bei mir ist die Heizung kaputt. Da klammern wir uns eins ab. Der Klempner ist nicht gekommen. Dabei hatte er das fest zugesagt. Kann sich auf keinen mehr verlassen. Neulich war die Klingel von also meiner Hausbekannten. Also was ist denn nun? Hier bleiben oder alle nach Hause gehen? Oh, nee, nicht nach Hause. Jan Kevins Literaturzirkel hat heute das Thema die Sexualfeindlichkeit in der amerikanischen Literatur der Gegenwart. Das hältst du keine 5 Minuten durch. Typisch die Amis, du. Vor 30 Jahren konnten sie den Hals nicht vollkriegen mit Sex. Und nun sind sie genannter als unsere Großeltern. Also mich friert heute noch früh genug. Hier ist das gemütlich warm. Also bleiben wir hier. Ja. Ich regel das schon. Was bitte ist eine Kitchenparty? Setzen wir uns doch erstmal alle hin. Ja. Ich erkläre das denn. Na, Emily, Das war ja auch eine Odyssee. Was ist das denn? Ja, ich soll ja wohl mit der halben Backe in der Luft hängen, ne? Kannst ja gern mal ein bisschen rutschen. Also, wie gesagt, mein Name ist Hannah Stern und ich arbeite für die Asian Universal Export Incorporated. Das heißt, wir bringen die Waren von Firmen aus Japan, Korea, China und Taiwan auf den Markt in Europa. Firmen, die alleine zu klein sind, sich hier eine eigene Vertretung zu leisten. Klar soweit? Ja. Und mein Gebiet, das sind alle Arten von Küchengerätschaften. Ja klar, aber was... Das heißt, vom Küchenmesser bis zur Waschmaschine kannst bei mir alles kriegen. Und auch noch viel mehr. Und darum treffen wir Frauen uns jeden Freitagabend um 8 hier, wenn die Männer was anderes vorhaben. Und dann zeige ich ihnen was Neues aus Asien. Aha. Sie kennen uns nicht und wir sind hier jetzt so reingeplatzt. Und darum stelle ich uns mal eben vor. Also, ich bin Hanna und das ist Ina. Ja. Ina arbeitet in der Hauptschule. Sie gibt Unterricht in Deutsch, Sport und... Geschichte. Ja, natürlich. Geschichte. Jasmin. Ja. Jasmin ist Fleischfachverkäuferin. Sie arbeitet bei Schlachter Ohlmöller. Richtig. Und Caroline ist Beamtenwitwe. Ja. Und macht sich ein feines Leben. Ja. Ja. Das weiß ich. Ach so, ja. Sie kennen sich ja schon. Luzi. Luzi ist Floristin. Sie bringt uns Ikebana und Astrologie bei. Und Emily hat ein Dessous-Geschäft. Sie versorgt uns mit Unterbüchsen. Ach was. Ja, und dennoch Moni, aber die kennen Sie ja auch. Das habe ich zumindest gedacht. Und wie lange gibt das, diese Kitchen Party Show? Tja, wie lange treffen wir uns schon? 2003. Ja. Ja. Oh, seit 6 Jahren, glaube ich. Ja, was? Seit 6 Jahren. Seit 6 Jahren? Ja, ganz genau. Das heißt, seit 6 Jahren geht meine Moni jeden Freitagabend auf so eine Kitchen Party, wenn ich beim Skat spielen bin. Und ich weiß da gar nichts von. Glaubst du denn, wir sitzen allein zu Hause, wenn ihr Männer unterwegs seid? Am Freitag, da hat mein Jan Kevin immer seinen Literaturzirkel. Und da habe ich keinen Spaß dran. Du weißt da nichts von. Da hat Moni dir bestimmt was von erzählt. Nee, hat sie nicht. Aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Moni erzählt doch immer alles. Ja, Moni, die kann auch nie was für sich behalten. Ganz, ganz sicher hat sie mir das erzählt, aber du hast gar nicht zugehört. Ja. Ich kenne das von meinem Jan Kevin auch. Wenn der liest, dann hört er bloß die Hälfte. Und wenn der nicht liest, dann guckt er das Bildungsprogramm. Und dann hört der Kerl gar nichts mehr. Na, ist ja auch egal. Jetzt weißt du es ja. Und wir sind hier und können nicht mehr weg. Ach, und das war dann hier so eine Vertreterparty, so wie eine Kaffeefahrt mit teuren Heizdecken, oder? Also, ich bitte Sie, sehen wir so aus. Ich schnacke Ihnen nichts an. Ich zeige Ihnen nur was Neues. Und wenn Ihnen das gefällt, dann bestellt Sie das. Und wenn nicht, dann haben wir einen gemütlichen Abend. Und mehr nicht. Und der gemütliche Abend ist heute hier? Ja, ganz genau. Heute Abend da wäre Moni an der Reihe gewesen. Aber die ist ja nun leider nicht da. Und jetzt haben wir da ein kleines Problem. Ja, und was ist das kleine Problem? Tja. Tja, Manni.
Wie soll ich dir das sagen? Du bist ein Mann. Das stimmt, ich bin ein Mann. Und wo ist das kleine Problem? Er versteht das nicht. Ich kenne das schon. Männer brauchen immer ein bisschen länger. Weißt du, Manni, wenn 6 Frauen und ein Mann zusammensitzen, dann ist das was anderes, als wenn 7 Frauen zusammensitzen und da ist kein Mann dabei. Verstehst? Ach, ihr meint, die Nachbarn könnten was Verkehrtes denken und reden, wenn ich hier allein mit 6 Frauen bin. Aber was ist dann das Problem? Oh, Manni, das kann doch mal sein, dass du was nicht so richtig verstehst. Was in den verkehrten Hals kriegst oder so. Und dann muss Moni das wieder zurechtbiegen. Ja, wir meinen, wir nehmen manchmal kein Blatt vor den Mund, wenn wir so unter uns sind. Das ist nun mal so. Dafür kennen wir uns viel zu lange. Das meint ihr. Na gut. Ich kann auch ins Schlafzimmer gehen und da in die Glotze gucken. Oh, nee. Nee, dann seid ihr ganz unter euch und kriegt alles allein den verkehrten Hals. Nee, nee, wir wollen dich nicht aus der Wohnung vertreiben. Meine Wohnung? Das hier ist Monis Reich. Ich krieg ja bloß was zu essen und weiß, wo mein Bier steht. Ach, na, was Zeug da. Nee, ich hab noch was. Wisst ihr was? Ich mach euch mal einen Vorschlag. Manni ist ja nun mal ein Mann und da können wir ja nicht viel dran ändern. Zumindest nicht so, dass Moni uns nicht böse ist. Was meint ihr? Wollen wir Manni nicht für diesen Abend zur Ehrenfrau erklären? Was? Ach, Augenblick mal, wenn ich jetzt Ja sage, was muss ich dann tun? Gar nichts. Bleib einfach sitzen und tu so, als ob du uns verstehst. Keine Angst, meine Schwingen, musst du dich nicht. Also stimmen wir ab. Nur mal sinnig. Erstmal will ich wissen, was dann passiert. Das erkläre ich dir später. Erstmal stimmen wir ab. Also, wer ist dafür? Ja. Dann komm für Mann. Einstimmig angenommen. Ja, mein Glückwunsch, Manni. Für heute Abend bist du eine Frau mit allen Rechten und Pflichten. Was denn für Rechte und was für Pflichten? So wie jede Frau sie hat. Du darfst sagen, was du willst, keiner hört dir zu und hinterher musst du Nachwasch machen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich das überhaupt will. Oh, wir haben das auch nicht gewollt. Aber bis jetzt hat sich da keiner drum gekümmert. Mach das einfach so wie wir. Trag dein Schicksal und wunder dich über nichts. Na gut, dann zieh ich mir erstmal um. Nee, das musst du nicht. Ja, jetzt haben wir dich ja auch so gesehen. Dann kannst du auch so bleiben. Ich kann auch so nicht rumlaufen. Wie sieht denn das aus? Jetzt, wo ich eine Ehrenfrau bin. Ja, wirklich was von der Frau. Ja. So bin ich in der Klinik rumgelaufen, als es mit den Wehen bei meinem Philipp nicht so richtig in die Gänge kam. Fast 3 Stunden hat das gedauert. Und am Ende habe ich nicht gewusst, was nur mehr wehtut. Die Füße oder der Bauch? Wehen? Meinst du? Ach, sehe ich vielleicht so aus, als hätte ich Wehen? Nein, 3 Monate dauert das bestimmt. Soll ich dir einen Rock leihen, Manni? Einen Rock? Hab immer einen Wagen. Man weiß ja nie. Na, Luzi, da passt er doch gar nicht rein. So viel wie ich sehe, trägt er bestimmt XL. XL? Nee, ich hab L. Das hat bei mir immer noch gelangt. Ja, kann ja sein. Aber ab und zu musst du auch mal Luft holen und dann fliegt L auch wieder. Also findet ihr nicht, wir sitzen hier ein bisschen trocken rum? Ja. Mhm. Wer ist heute eigentlich dran mit dem Cocktail? Was? Oh, ich bin hier dran. Oh. Ah, dann trinken wir heute Abend wieder biologische Akademie. Ja. Was sind wir beim letzten Mal? Latino-kommunistisch. Stimmt, Cuba Libre mit Cola aus China. Ja. Hier, Manni, schüttel die mal ordentlich durch. Wozu? Das ist Kokosmilch, die setzt sich immer oben in der Dose ab. Muss du ordentlich schütteln. Also, der Cocktail von heute Abend heißt Nui de Voodoo. Den habe ich im Urlaub auf Martinique kennengelernt. Also, wenn ich gewusst hätte, dass mein Jahr Kevin so gar nichts vertragen kann, dann hätte ich ihn nicht so viel davon trinken lassen. In der ersten Nacht, da ist dem so schlecht geworden. Also, Ina, ist die Kokosmilch auch biologisch? Oh, ja, klar. Du mit deinem Biotick. Emily, Kokosmilch ist immer rein biologisch. Die sitzt doch in der Nuss drin und kommt mit rein, welch gar nichts in Kontakt. Man kann nie wissen, wenn die aus Thailand ist, was die da mit den Garnelen machen. Also, die dürfen bei uns nicht mal im Hühnerfutter rein. Emily,
Die Kokosmilch wird nicht aus Garnelen gemacht. Das sind die großen braunen Nüsse, die wachsen oben an der Palme. Ich weiß, was Kokosnüsse sind. Bist du sicher? So, Manni, das langt. Mach mal die Dosen auf. Nicht mehr schütteln? Nee, du bist genug. Erstmal die Dosen und dann brauchen wir noch einen Mixer und zwei kleine Glasschüsseln. Mixer, Glasschüssel. Und in eine Glasschüssel machst du hier diese Kirschen rein. Kirschenmixer, Glasschüssel. Und in die andere Glasschüssel 4 Löffel von der Ananas, aber ohne Saft. 4 ohne Saft. Und den Rest von der Ananas und die Mangos machst du hier in den Mixer. Ananas, Mangos, Mixer. Kann mir vielleicht mal irgendjemand sagen, wo die Glasschüsseln sind? Du sagst bloß, du weißt nicht in deiner eigenen Küche Bescheid. Ich hab dir doch gesagt, das ist Monis Küche und nicht meine Küche. Wo sind denn jetzt die Glasschüsseln? Hier sind sie. Danke. Doch, hier hast du einen Dosenöffner, ja? 2 Löffel und vielleicht kannst du ja auch eine Gabel brauchen. Ina, was ist eigentlich das bei Stunden? Ja, das auch musst du wirklich sporten? Stell dir das mal vor, das muss ich 2 Stunden, die Zahn und Wasser. Und die Gürtel sind dann sowas von müde, die stehen dann auch hier ohne Fresse. Die einen sind zu dick und die anderen sind schlecht. Ist so, ist so. 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 Ich hätte so viel Wieso ist sie noch bei uns? Ich Biester in seiner Klasse, du mitten in der Pubertät, nichts anderes als Jungs im Kopf. Und dann schmeißen die Derns alles an die Front, was sie haben. Zum Glück ist Jan Kevin dagegen immun. Bist du dir da ganz sicher? So, und was soll ich jetzt machen? Ja, kipp so ein bisschen Kokorassau über die Ananas, damit sie ordentlich grün wird. Wie geht das? Sieht ja eklig aus. Ja, das muss eklig aussehen, das ist ja Voodoo. Voodoo? Weiß nicht, was das ist, Voodoo, was? Ja, du mixt mal die Ananas und die Mango schön zusammen. Damit da nichts anderes nachbleibt als dicker Saft. Was soll ich machen? Voodoo ist eine Art Religion in der Karibik. Das haben die Sklaven aus Afrika mitgebracht. Und da glauben fast mehr Leute dran an als Jesus und den lieben Gott. Da brennt nachts Feuer in kleinen Kuhlen am Strand. Und das habe ich auch mal gesehen im Fernsehen. Da hat eine alte Frau einem schwarzen Hahn den Kopf abgeschnitten. Und dann die Leute mit dem Blut bespritzt. Ich weiß nur nicht mehr, warum sie das gemacht hat. Der schwarze Hahn steht für das Böse in der Welt. Den Teufel. Mhm. Und den töten sie. Mhm. Ja. Mehr so symbolisch, meint. Und rein biologisch. Können wir vielleicht mal bei einer Sache bleiben? Was soll ich denn jetzt machen? Du mixt das jetzt alles schön durch. Das spritzt ja! Genau so hat das Blut von dem schwarzen Hahn aufgespritzt im Fernsehen. Schnack von was und dann kommt das aus. Ich erlebe das schon immer wieder. Erst gestern, da habe ich Yvonne Rademacher getroffen. Yvonne Rademacher? Mensch, Manni, du musst doch erstmal den Deckel drauf machen, bevor du das anstellst. Das spritzt wegen der Rotation. Die Fliehkraft, die ist nämlich größer als die Schwerkraft. Aber das soll der Mann mit seinem technischen Verstand ja eigentlich wissen, wa? Aber heute Abend bin ich eine Ehrenfrau. Da muss ich von Technik Cocktailspieße. Ja. Was war denn nun mit die Yvonne Rademacher? So eine Sau. So, sieht das jetzt so aus, wie wir das haben wollen? Mensch, Manni, gar nicht übel. Jetzt brauchen wir noch 7 hohe Cocktailgläser. So was haben wir nicht. Na klar, die habt ihr da, wo ihr auch die Sektgläser habt. Haben wir Cocktailgläser? Ja. Lass mal nicht, hol sie schon. Wozu brauchen wir denn Cocktailgläser? Bis jetzt hat ihr noch nie einen Cocktail getrunken. Manni, jeden Freitagabend, wenn wir hier sind, das ist eine alte Tradition. Ja, in jedem Urlaub probieren wir ein paar neue Cocktails aus und stellen sie dann hier vor. Ja, und dann erzählen wir uns lustige Geschichten über den Urlaub.
So beim Trinken. Ach, darum süffelt Moni immer so einen bunten Slavakron. Ich habe mich schon gewundert, wie ein Mensch sowas vertragen kann. Du trinkst im Urlaub ja bloß immer Bier. Und meckerst dann rum, wenn dir das nicht schmeckt. Ja, und das mit Recht. In unserem letzten Urlaub, da waren wir in Schweden. Ja. Ach, da gab das vielleicht eine Flörre. Und noch nicht mal kalt. So, Manni, nun kipp noch ein bisschen was von der Kokosmilch da rein und dann mixst du das alles nochmal ordentlich durch. Wie hat Yvonne Rademacher das denn ihrem Mann beigebracht? Schlappschwanz. Ich bin nicht so viel, ne? Ich bin noch zahm. Sag mal, habt ihr das auch gehört? Auf jeder Buddel soll in Zukunft stehen: Trinken kann tödlich sein, wie bei den Zigaretten. Und auf den Autos soll stehen: Autofahren gefährdet sie und ihre Umwelt. Oh ja, und auf den Flugzeugen: Auslandsreisen lassen ihre Haut altern. Ja, und über die Straße gehen, das kann auch tödlich sein. Also laut Statistik passieren die meisten Unfälle im Haushalt. Ich bin schon ängstlich, wenn ich meine Fenster putzen soll. Und wenn bei uns zu Hause eine Glühbirne durchbrennt, dann muss mein Jan Kevin auf den Stuhl steigen und sie auswechseln. Ach, und bei ihm macht das nichts, wenn er von den Stuhl kippt und sich den Hals bricht. Ist er so gut versichert, dass sich das für dich lohnt? Mein lieber Manni, das sind immer die Hausfrauen, die vom Stuhl fallen. Die Männer niemals, zumindest nicht laut Statistik. Ja, das können wir eben auch besser. Nun sieht das aus wie Buttermilchpudding. Oh, hier. Du musst ja doch noch so ein bisschen Lucurasau drin machen. Jeder sieht bloß das, was er kennt. Und du kommst du mal vom Bauernhof. Ja, vom biologischen Bauernhof. Ja. Als du noch auf dem Hof warst, und da haben sie an Bioprodukte noch nicht mal gedacht. Bloß immer viel und billig. Wie habt ihr diesen Giftkram bloß überlebt? Das siehst du ja, ich bin kerngesund. Und wir haben auch Wasser aus der Pumpe und Milch direkt von der Kuh getrunken und sind ohne Helm Rad gefahren und haben das gut überlebt. Wir vom Lande sind eben stabile Menschen und nicht so piepelige Topfpflanzen aus dem Glashaus. Piepelige Topfpflanzen? Biologische Topfpflanzen. Manni, die blaue Farbe, das ist Indigo, das ist eine Pflanze, die wächst auf den Feldern. Früher haben sie exportiert und die Uniformen damit eingefärbt, aber heutzutage wird sie bloß noch für diese Liköre angebaut. Wie ich gesagt habe, biologisch akademisch. Also denn Ernst? Ob denn Sommer? Ob denn Sommer? Wunderbar. Und Manni, was sagst du dazu? So wie das schmeckt, muss dann die Krankenkasse für bezahlen. Gegen was ist denn das? Das gibt ein Sommergefühl gegen Depressionen im Winter. Drei davon und das Schmuddelwetter da draußen macht dir nichts aus. Drei steife Grog und ich krieg das auch hin. Roman, was bist du bloß romantisch? Hab ich doch gesagt, er ist ein Stier. Der hat einfach keinen Sinn für. Wäre er ein Steinbock, das wäre was anderes. Mein Verlobter ist ja ein Steinbock und so ein Romantiker. Der braucht nur einmal in meinen Laden zu kommen, die Nase in die Luft zu stecken. Schon ist er in der Toskana. So haben wir uns kennengelernt. Kann ich hier vielleicht einmal eine Geschichte zu Ende erzählen? Ja, das kannst du aber nicht beim 10. Mal. So, Ina, nur erzähl die Geschichte von diesem Drink hier. Also, okay. Ja, manchmal kannst du eine richtige Ziege sein. Weißt du das eigentlich? Ja, das weiß ich. Habe ich auch lange genug für geübt. Also, wie ich schon gesagt habe, Martinique. Das ist so eine kleine Insel in der Karibik, gehört zu Frankreich. Frankreich ist ja wohl das letzte Land in Europa, das noch überall in der Welt Besitzung hat. In der Karibik, im Pazifik, alles so kleine, feine Inseln. Schon Napoleon hat gesagt, als er damals nach Elba verbannt war, Pour la France, le soleil dorme jamais. Ina, Ina, bitte kein Geschichtsunterricht, da bin ich schon in der Schule bei eingeschlafen. Lass uns einfach bloß die Geschichte von diesem Cocktail hören, ja? Gut, also Martinique. Mein Jan Kevin und ich, wir haben uns dann so ein ganz kleines Hotel einquartiert. Das haben wir aus dem Katalog rausgesucht. Ach, direkt am Strand, Palmen drumherum, Taxiservice, alles genau so, wie sich das gehört. Ja, und nach zwei Tagen hast du alles gesehen, was es auf dieser Insel zu sehen gibt. Ja. Und dann bleibt dir bloß noch der Strand und die Hotelterrasse. Und die Leute vom Hotel müssen sich ordentlich was einfallen lassen für die Hotelgäste. Immer nur saufen, das ist ja wohl kein Programm. Das habe ich auch mal gedacht. Aber Manni, Ina ist dran.
Und so haben sie dann diese Nui de Voodoo angeboten, eine Voodoo-Nacht. Oh, wir sind da auch mit hin. So mit 30 Mann in einem Bus. Als wir da ankamen, war es zappendüster. Aber ein ganz großes Feuer hat gebrannt am Strand und ganz viele Schwarze. Die waren am Trommeln und am Tanzen. Wir sollten uns alle in den Sand setzen und dann haben sie uns hier diesen Cocktail serviert. In so hohen Cocktailgläsern, das hat mich schon gewundert. Hinterher sollten wir mittanzen. Oh, ich hab das auch getan. Aber mein Jan Kevin nicht. Der tanzt ja nicht. Wie mein Mann früher. Egal, wo wir hingegangen sind. Er kriegte den Hintern nicht hoch. Die Kapelle konnte spielen, was sie wollte. Er hat nicht getanzt. Ja, das ist so bei allen Perlen so. Ich habe mit meinem Mann bloß einmal getanzt. Den ersten Walzer auf unserer Hochzeit und dann nie wieder. Also mein Verlobter und ich, wir gehen jeden Sonnabend auf eine Party. Und dann tanzen wir die halbe Nacht durch, bis wir nicht mehr können. Ja, das, was ihr Tanzen nennt, das ist ja kein Tanzen. Das ist mehr so eine Art Krankengymnastik. Richtig getanzt wird bloß noch auf der Over-40-Party. Du, ich leg dir dann Tango aufs Parkett. Da bist du schon vom Zugucken aus der Puste. Also jetzt lass noch mal Ina zu Ende erzählen, ja? Ich will wissen, was am Feuer dann noch passiert ist. Tja, also ich hab getanzt. Und mein Jan Kevin, der hat sich in den Sand gesetzt. Und dann hat mit einmal das Trommeln aufgehört. Und wir sollten uns alle hinsetzen. Denn dann kam der Voodoo-Priester. Der wollte einen Esprit Mauvais austreiben. Esprit Mauvais? Bösen Geist austreiben, so haben sie uns das erzählt. Also dieser Kerl, der war ganz weiß im Gesicht angemalt. Und der ist überall rumgehüpft. Und dann hat er mich angeguckt. Und er hat Jan Kevin angeguckt. Und dann hat er auf Jan Kevins Hosenbein geguckt. Der hatte nämlich eine weiße Hose an. Und ein ganz, ganz großer schwarzer Käfer, der ist sein Büchsenbein hochgekrabbelt. Ja, das kannst du leicht haben in der Karibik. Da gibt es ein Krabbelviehzeug. Das glaubst du gar nicht. Ich habe da mal einen Käfer gesehen. Auf Jamaika war das. Also dieser Käfer, der war bestimmt so groß wie mein Daumen und auch so breit. Jan Kevin, der wollte ihn schon weghauen. Und da schrie dieser Voodoo-Priester, nein, nix tot machen. Ist gut, der Käfer. Ist starke Medizin. Ist gut für Mann, bei Frau. Ist Viagra-Käfer. Mein Jan Kevin hat den Voodoo-Priester angeguckt. Dann hat er mich angeguckt. Dann hat er den Käfer angeguckt. Hat ihn in die Hand genommen. In den Mund gesteckt und aufgegessen. Nein! Das hat ordentlich geknackt, als er ihn gekaut hat. Den ganzen Käfer! Er hat einen lebendigen Käfer gegessen. Ja. Dann hat er das wohl dringend nötig gehabt. Und war das wirklich ein Viagra-Käfer? Hat das was gebracht, dass er ihn gefressen hat? Also das weiß ich nicht. Da Kevin war sowas von besoffen, ich hatte ordentlich Mühe, den ins Bett zu kriegen. Und am anderen Tag sind wir dann abgereist und haben 6 Tage im Sand gesetzt. Was, wieso das denn? Das ganze Hotel hat gelacht, immer wenn sie Jan Kevin zu sehen gekriegt haben. Sogar die Kellner. Dieser Voodoo-Priester, das war der Gärtner vom Hotel und der hat alles rumerzählt. Lebendigen Käfer gegessen. Ja. Und das aus Lehre von Deutsch und Geschichte. Mann, 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 wenn das seine Schüler wüssten. Moment mal, also wenn ihr das rumerzählt und ich krieg das raus, ich schwöre euch, ich vergifte euch alle. Das ist ja fast wie im Dschungel. Ja. Na, du lachst noch so dreckig. So viel wie wir wissen, hast du so ein Viagra-Käfer doch auch mal dringend nötig. Luzi, halt den Sappel. Was war das? Das ist alles nur Narrenkram, Manni. Das mit dem Potenzmittel. Glaub da bloß nicht dran. Also, ich war mal mit meinem Mann in der Bretagne und da gibt es überall Ausstand. Und irgendjemand hatte ihm erzählt, das macht einen Kerl so stark wie ein Stier. Glatt ein Dutzend hat er davon gegessen. Und was hat er gehabt? Keine Potenz. 3 Tage dünn. Ich hätte nur gern mal gewusst, warum ich einen Viagra-Käfer fressen soll. Hat Moni sich beklagt, oder was? Ach, was? Gar nichts, hat sie gesagt. Ach, Lucy sagt manchmal Sachen, die ihr gerade so in den Kopf kommen. Kann vielleicht den falschen Hals kriegen. Muss gar nicht drauf hören. Komm, du setz dich mal wieder hin, ne? Und nun ist Hannah an der Reihe. Ja, Hannah,
zeig uns mal, was du mitgebracht hast. Einen kleinen Augenblick noch. Oh ja, was gibt's denn heute zu essen? Ihr macht was zu essen. Das ist gut, ich habe Mordshunger. Was gibt das denn? Ja, da musst du Hanna fragen. Die ist schon an der Reihe mit dem Rezept. Macht ihr das jeden Freitagabend? Ja, immer so ein bisschen Naschkram. Dass wir mal einen anderen Geschmack kriegen, ne? Man rudert uns Kölken-Routine. So, wie ich euch das versprochen habe. Ein Partybock. Oh, ja, macht ihr mal eben den Tisch frei? Ja, dieser Partybock, der ist ideal für eine Sommerparty im Garten oder auf dem Balkon. Mhm. Die Hausfrau, die muss nun nicht mehr alleine in der Küche stehen, dass sie auch vorher alles fertig hat. Nee, ihr sitzt mit euren Freunden zusammen draußen an der frischen Luft. Und jeder macht sich das Essen selbst, so wie er das gerne macht. Mhm. Alles ist frisch, das qualmt nicht, das stinkt nicht und das gibt auch keinen Ärger mit den Nachbarn. Und das Essen aus dem Bock ist gesund. Mhm. Genauso für Leute, die gerne Fleisch essen, wie auch für Vegetarier. Wozu braucht der Mensch denn sowas? Für eine Sommerparty. Und was ist das? Eine Sommerparty. Nee, dieses Ding hier. Das ist ein mobiler Wok. Da kannst du Fleisch drin braten, Suppen kochen, frittieren. Tja, fast alles, was du willst. Ja, das ist ideal für eine Sommerparty. Mhm. Ich habe da auch ein Tresen mal zusammengestellt, was wir brauchen für ein Chap Choi. Oh, ein Chap Choi. Das hab ich dann jetzt. Manni, holst du mal die Verlängerungsschnur? So, zum Würzen brauchen wir Sojasauce, frischen Knoblauch, Koriander, Ingwer und Muskat. Ach, und Öl zum Anbraten. Hol ich dir. Ja, danke. Und an Gemüse haben wir eine große Wurzel, Lauch, einen kleinen Chinakohl, eine rote Paprika, frische Champignons, Bambusschößlinge und Sojasprossen. Tja, dann fang mal an, das Gemüse zu schneiden. Ihr wisst ja, wie es geht. Ne? Alles klar. Für eine Sommerparty braucht man sowas doch nicht. Da wird doch gegrillt. Oh. Ja, so ordentlich Thüringer und marinierte Schnackensteaks. Dazu gibt es dann Salat, Brot und Ketchup. So gehört sich das. Der Typ beschmatzt. Immer wenn das draußen wieder warm wird, fangt ihr an zu grillen. Ja. Warum wollt ihr bloß immer grillen? Das ist in uns drin. Schon seit der Steinzeit. Ja, der Jäger kommt nach Hause, schleppt das Fleisch an, das wird dann gebraten über dem Feuer und die Familie freut sich. Ja, das ist nun mal so. Ja, der große Jäger schleppt das Fleisch nach Hause. Dass ich nicht lache. Wer schleppt denn die Thüringer das Nackensteak und die Ketchup-Pulling vom Supermarkt nach Hause? Obwohl die Frau und nicht der große Jäger. Und die Bierkisten meistens auch. Ohne die können die Jäger ja nicht grillen. Und wer steht in der Küche und schnippelt das Grünzeug für den Salat? Auch die Frau. Und sie deckt auf den Tisch draußen und backt das Brot nochmal auf. Und in der Zeit steht der große Jäger an seinem Grill und schimpft über die Holzkohle, die ich brennen will. Autsch. Oh, guck mal, die das dauert heute wieder. Die Grillbrikette, die du gekauft hast, die taugt auch gar nichts. Ja. Grillkohle hat sie auch gekauft und natürlich die Verkehrte nach Hause geschleppt. Oh, Sylvie! Müssen wir noch warten, bis überall weiße Asche drauf ist? Oh, nee. Und dann ist alles voller Rauch. Und den Stinkkram kriegst du zwei Tage lang nicht aus der Bar rausgewaschen. Und aus der Wäsche schon gar nicht. Ja, und die Wäsche der Nachbarn hängt auch auf der Leine und zieht das ganze Aroma an sich. Und die Eul schnackt dann drei Wochen lang nicht auf mit dir. Aber dann kommen endlich die Thüringer auf den Grill. Oh. Aber die meisten fallen dir leider runter in den Dreck. Die muss in der Küche erst mal wieder abwaschen, bitte. Aber dann geht's los, ne? Und wenn der große Jäger dann meint, sein Fleisch ist gut, dann ist das außen verkohlt und innen noch halb roh. Oder so zäh wie eine Schuhsohle. Und du kommst fast mit deinem Messer nicht durch. Aber ist das große Grillen dann endlich vorbei, Manni? Da liegt noch so viel glühende Holzkohle auf dem Grill, da kannst du noch einen ganzen Ochsen beschreiben. Aber da kommt mir doch meist der Regen und löscht das alles aus. Man muss sehen, dass du alles so schnell wie man irgendwie da drin kriegst. Wenn das nicht schon vorher anfängt zu plattern. Und dann? Dann stehst du in der Küche und machst ganz flink alles wieder sauber. Und der große Jäger
sitzt vor der Glotze und guckt Sportschau. Naja, für den Regen kann der Mann ja wohl nichts. Ja, ich glaube, der Rauch vom Grill zieht den Regen an, sonst kann ich mir das nicht erklären. Das kann dir mit dem Partybock nicht passieren. Der kommt mitten auf den Tisch und alles andere drumherum. Und er macht jeder sich das zu essen, was er selber gerne macht. Ja, ein bisschen Fleisch, Rind, Schwein, Lamm oder Fisch, Krabben, was du willst. Und dann kannst du so lange essen, wie du Lust hast. Ja, und was machen die Männer in der Zwischenzeit? Stehen die bloß rum und warten, bis sie was abkriegen? Die machen sich ihr Essen auch selbst. Hä? In China kochen meistens die Männer und die sind da richtig stolz drauf. Ich bin aber kein Chinese. Nee. Ja, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich 8 Stunden auf meinem Bagger gesessen, dann will ich mein Essen auf dem Tisch haben. Kartoffeln, Stück Fleisch und was dazu. Wo hast du gesessen? Auf meinem Bagger. Dein Bagger? Ja. Moni hat uns erzählt, du hast einen führenden Posten in der Bauindustrie, wo du unheimlich viel bist. Wie kann man das auch sagen? Ich bin Baggerführer. Ach, und Moni hat gesagt, ich habe einen führenden Posten? So, das heißt, sie schämt sich für meinen Beruf und mag nicht sagen, dass ich Baggerführer bin. Ach was, Moni. Moni erzählt das gern so ein bisschen poetisch. Poetisch? Sie schmückt das gern ein bisschen aus. Aber mein Bagger, der muss nicht ausgeschmückt werden. Der ist gut so, wie er ist. Da habe ich unser Haus hier mit verdient, unseren Wagen, unseren Urlaub. Manni. Da habe ich unsere Kinder mit großgekriegt. Da ist nichts Poetisches dran. Ja, es ist ein verdammt schwerer Job. Mit viel Verantwortung. Wenn ich zum Beispiel ein Gasrohr Manni, zu fassen nun finde oder ein Kabel. Auf. Genau das hat Moni gemeint, als sie das so gesagt hat. Habt ihr doch erzählt, ihr sollt so nichts im verkehrten Hals kriegen, ne? Apropos Hals. Geht das hier jetzt mal weiter mit dem Essen? Ja, der Bock ist warm. Wer will? Caro? Nee, ich hab das schon mal gemacht. Ich weiß, wie es geht. Luzi? Oh nee, lass mich mal ein bisschen sitzen. Ich hab den ganzen Tag im Laden gestanden. Lass das doch Manni machen. Ja. Wo er doch schon eine Ehrenfrau ist, kann er doch auch eine Ehrenköchin werden. Ja, los, Manni, komm hier. Kannst was fürs Leben lernen. Ja. Was? Ich soll kochen? Ja. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann noch so einen wiegelinschen Kram. Nee, macht ihr das mal. Stell dich mal nicht so an, mach schon. Ich stell mich nicht an. Ich kann das. Und wenn ich was nicht kann, dann mache ich das auch nicht. Wir haben das früher auch nicht gekonnt, aber jetzt können wir es alle. Na los. Hanna, sag dir, was du machen musst. Das ist ganz einfach. Warum macht ihr denn hier was Ordentliches? So Carbonade, Blumenkohl, Kartoffeln. Da habe ich jetzt Appetit drauf. Oder wir rufen Pizzaservice. Oh Mann. Da haben wir dann alle keine Arbeit vor. Das ist doch keine Arbeit, sowas macht doch Spaß. Wenn ich für meinen Jan Kevin Linsensuppe süß-sauer mit Speck kochen soll, oh ja. Genauso wie seine Mutti das gemacht hat, super. Ja, das ist Arbeit, aber das hier doch nicht. Genauso wie mein Mann früher. Der hat auch so lange an meinem Essen rumgemeckert, bis ich genauso gekocht habe wie seine Mutter vorher. Ja. Bloß keinen neuen Geschmack, nur Pfeffer, Salz, Kümmel, Dill. Bloß keine Fantasie beim Essen. Wozu braucht denn Fantasie beim Essen? Ich will satt werden, sonst nichts. Hab ich doch gesagt, er ist ein Stier, der hat bei gar nichts Fantasie. Hey? Interessiert dich das denn gar nicht, wenn du was dabei rauskommst, wenn du mal selber was zu essen machst? Nee. Und was isst du so, wenn ihr auf Reisen seid? Auf Mallorca gehen wir mal in ein deutsches Restaurant. Ja, da gibt es Carbonade, Blumenkohl, Kartoffeln. Mal was anderes. Du kannst nichts mal verkehrt machen. Auf Mallorca, da kenn ich ein Restaurant. Casa Rustica. Oh. Die machen da eine Paella. Oh. Super, sag ich euch. Mit Muscheln. Tintenfisch. Tintenfisch? Das ist so eine Reispampe, die habe ich einmal gegessen. Mit dem Schweinkram, da kannst du mich mit jagen. Ja, und dann will ich deutsches Bier beim Essen haben. Nicht so eine Plörre wie in Schweden. Ja, da pinkelst fast mehr bei Wurst, als du getrunken hast. Ah, ja. Was zu essen oder schnacken wir da nur drüber? Wir kriegen was. Manni, komm her. Ja. Stell dich da hin. Ich sag dir, was du tun sollst. Hier steht alles, was du brauchst. Meinetwegen, wenn ihr das so wollt. Aber beklagt euch nachher nicht, wenn das nichts wird. Warte noch. Erstmal kriegst du noch mal meine Schürze und so. Dass du dir keine Flecken auf deinen Bademantel holst. Ne? Zu spät, da sind schon welche vom Mixer drauf. So schön, und jetzt kannst du loslegen. Ich möchte wetten, so dösig wie ich. Hat schon lange keinen Mann mehr ausgesehen. Er ist ein richtiger Kerl, ne? Warst du beim Bund, Manni? Mhm. Er braucht nur einen klaren Befehl, schon pariert. Ja.
Und nun einen kleinen Schuss Öl in den Bock. So, jetzt guck mal alle her. Ja. Chinese! Honey, und dann einmal umschwenken, dass überall was hinkommt. Jasmin! Aber vorsichtig, nix überflattern. Mehr so. Ja, perfekt. Und dann kannst du da die Wurzeln reintun, die brauchen ein bisschen länger. Und immer sinnig umrühren. Sinnig, Marlin. Keine Angst, anbrennen kann dir nichts. Ja, gut machst du das. Aber holst du mal eben den Rest von der Kokosmilch. Die brauchen wir nachher noch. Siehst du, Manni, das ist doch ganz einfach. Besser können Sie das in Shanghai auch nicht. Jetzt weiß ich auch, wo das Wort Shanghai herkommt. Die werden ja fast durchsichtig. Mhm. Das nennt man glasig. Das zeigt, dass sie weich sind. So, dann kannst du da jetzt den Bambus ran tun. Bambus. Paprika. Paprika. Lauch. Und Kohl. Und Kohl. Willst du mal weitermachen? Ja, aber ganz sinnig, du hast genug Zeit. Manni, und immer schön von außen nach innen rühren, nicht? Das soll ja nicht zu Matsch kochen. Das soll ja alles schön knackig bleiben. Dann kochen die Vitamine nicht kaputt. Darum leben die Chinesen auch so lange. Ja, wenn die nicht so früh sterben, können sie ganz schön alt werden. Also nun guckt euch das an. Als hätte er sein Leben lang nichts anderes gemacht. Tja, Manni, du hast richtig Talent zum Chinesischen. Ja. Macht er das nicht elegant, findet ihr nicht auch? Ja. Ja, wenn einer gut baggern kann, dann kann er auch gut rühren. Wenn einer gut baggern kann, dann kann er auch gut rühren? Nicht, was du denkst. Gehört da nicht auch noch Salz und Pfeffer dran? Oh, nun geht's los. Er denkt mit. Erst ganz am Ende. Die Gewürze, die brennen sonst kaputt und dann schmecken sie bloß noch bitter. Bei Pfeffer macht das nichts, aber Koriander, Ingwer und Knoblauch, die dürfen nicht zu heiß werden. Koriander, Ingwer, Knoblauch nicht zu heiß. Mhm. Noch was zu bedenken? Nö, erstmal nicht. Macht man so weiter. Wir haben ja gar keine Teller auf dem Tisch. Was wollen wir denn essen? Hab ich dran gedacht. Ich habe hier für jeden eine original chinesische Essschüssel mit Löffel. Die gibt das gratis. Oh, aber wir essen natürlich mit Stäbchen. Aber klar, immer. Was soll ich? Mit Stäbchen essen? Nee, nee. Das kann ich nicht, das mache ich nicht, da verhungere ich bald. Keine Angst, Manni, das ist ganz einfach. Ich zeig dir das. Du, und wenn das gar nicht anders geht, dann nimmst du eben eine Gabel. So, jetzt tust du da den frischen Knoblauch an. Was ist das denn? Wie geliebten Kram, ne? Wie ein Bagger. Die Pilze. Pilze. Und die Sojasprossen. Naja. So, und dann schön umrühren. Und dann musst du aufpassen, Manni. Die Sprossen, die dürfen nur weich werden, eben glasig. Das heißt so ein bisschen durchsichtig, ne? Ah, genau. Ja, du musst gut aufpassen, das geht manchmal ganz schön schnell. Ich glaube, sie sind fast schon so weit. Ja, das stimmt. Dann kommt da nun ein kleiner Schuss Kokosmilch ran. Oh, ah, wunderbar. Und ordentlich Sojasauce. Danke, Manni. Ein ganz kleines bisschen Koriander. Ja. Und ein ganz, ganz kleines bisschen Muskat. Ganz, ganz, ganz. Und ordentlich Ingwer. So, und nun nochmal schön umrühren. Ja. Ja. Und dann? Dann? Fertig. Feuer aus. Was? Alles. Das war alles. Das war alles. Einfach gesund und billig. Und jeder kann das machen, wenn er so einen Partybock hat. Und das kannst du überall machen. Das sieht aus wie im China-Restaurant. Mhm. Schmeckt das auch so? Das wirst du ja gleich sehen. Holst du mal eben bitte einen großen Löffel. Ja. Gehört da nicht auch noch Reis zu oder sowas? Ja, Reis oder Nudeln, das ist ganz egal. Aber die kann ja nur jeder kochen. Ja, ich nicht. Ja, dann frag mal Moni, die erklärt dir das. Das brauche ich gar nicht erst. Moni lässt mich sowieso nicht an ihren Herd. Ich mache alles Chili, sagt sie, und dann schmeißt sie mich raus. Ja.
So, dann wollen wir gleich mal Mannis erstes großes Werk probieren. Oh ja. Nee, das mit den Stäbchen, das könnt ihr mir später noch mal zeigen. Eine neue Sache am Tag langt mir. So, guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Das schmeckt ja wirklich gut. Ja. Und das hab ich gemacht. Ja. Das war gut. Ja. Das hast du richtig fein gemacht, Manni. Mal ehrlich, hattest du gedacht, dass du sowas kannst? Woher sollte ich das wissen? Meine Mutter hat meinen Vater nicht an den Herd gelassen und mich erst recht. Ja, meine Schwester, die durfte kochen, aber ich doch nicht. Oh. Also ich kann das verstehen. Als Frau bist du doch stolz, wenn die ganze Familie am Tisch sitzt und allen schmeckt dein Essen. Da willst du doch gar keine Konkurrenz von den Männern. Nee, das sind doch sowieso immer alles besser. Ich verstehe das auch. Wenn mein Jan Kevin in der Küche zugange war, dann braucht unsere Putzfrau 2 Stunden, bevor sie alles wieder sauber hätten. Wie, Putzfrau? Ihr habt eine Putzfrau? Ja. Ihr beide seid doch Lehrer und haben wir das um 2 zu Hause, da habt ihr auch Zeit genug. Jetzt geht das wieder los. Und dann habt ihr noch die vielen Ferien. Mann, ich kann das nicht mehr hören. Weißt du eigentlich, wie es zugeht in der Schule heutzutage? Nach 6 Stunden bin ich fertig mit Jack und Birks. Mhm. Und dann muss ich noch Arbeiten durchgucken von Gören, die fast gar kein Deutsch mehr sprechen. Das ist so ein Durchdrehen, ist das. Lass das doch, Ina, das wissen wir doch. Ja, aber dann soll Emily nicht so dummes Zeug sammeln. Ich mach das nicht mehr hören. Ich sammel dummes Zeug? Ja, also ich will immer was sagen. Wir haben alle unsere Sorgen im Job und mit unserer Familie. Aber wir jammern auch nicht rum. Mensch, ich jammer doch nicht, ich hab bloß eine Putzfrau. In meinem Laden und versuche, schicke Unterwäsche zu verkaufen. Und muss mir auch noch das Gesammel von den Kunden anhören. Aber mein Haushalt, den habe ich immer noch alleine auf die Reihe gekriegt. Emily, hast du mir die Sachen mitgebracht, um die ich dich gebeten habe? Ja, ja, gut, dass du fragst, habe ich dran gedacht. Habt ihr meine Leinenbüdel gesehen? Nee, hier steht nichts. Meinst du so ein Stoffbüdel mit kleinen Paketen drin? Ja, hast du ihn gesehen? Ja, der war zwischen den Klamotten. Ich habe ihn mal in die Garderobe gehängt. Oh, lass mal, ich hole ihn. Oh, macht ihr mal den Tisch sauber? Ja, ja. Den muss noch einer abwischen. Ja, das mache ich. Hanna? Ja? Was kostet eigentlich so ein Partybock? Verpackt und Freihaus mit Kochbuch und allem, was dazugehört, 47 Euro. Oh, das geht doch nicht. Ich nehme einen. Ich auch! Ja, schreibe ich mir gleich auf. Danke! Sonst noch einer? Nee, ich überlege mir das noch. Im Augenblick bin ich ein bisschen klamm. Mit Kochbuch. Auf Deutsch oder Chinesisch? Auf Deutsch natürlich. Und auch mit Bildern. Das ist so einfach, das versteht sogar ein Mann. Und in 4 Wochen, da brauchst du kein China-Restaurant mehr. Dann will ich auch einen haben. Manni! Du willst du nicht erst Moni fragen? Das ist doch ihre Küche, hast du gesagt. Hat mit Monis Küche nichts zu tun. Das mache ich im Sommer im Garten. Und dann lade ich meine Kumpels zum chinesischen Essen. Ihr werdet sehen, bis dahin koche ich besser als Dr. Fu Manchu. Manni, damit bist du voll up to date. Wir sehen, das dauert nicht mehr lang und wir können von China mehr lernen als von Amerika. Das stimmt. Unsere Zukunft heißt Japan, Korea und China. Ja. Glaubt ihr wirklich? Was für ein Bagger fährst du, Manni? Matsushinto 5040. Siehst wohl? 5 Kubikmeter Sand auf einen Schlag in der Schaufel. Oh, der schafft ordentlich was weg. Kannst viel mit bewegen, ne? Wenn dein Chef mal einen neuen braucht, den Matsushinto 5060 mit 4-Kreis-Hydraulik, dann soll er mich anrufen. Ich verschaffe ihm 10% Rabatt. Hier ist meine Karte. Oh. Und ich hab gedacht, du verkaufst uns Küchensachen. Wenn der Auftrag groß genug ist, dann kann ich dir alles besorgen, was du aus Asien haben willst. Und für einen richtig guten Preis. So, Lucy, hier sind die Sachen für deine Hochzeitsnacht. 3 Slips und 3 BHs. Kannst dir aussuchen, was du haben willst. Emily, ich hab gedacht, unsere Dessous-Party, die ist erst nächste Woche bei dir. Oh, nächste Woche zeige ich euch die neue Kollektion aus Mailand. Oh. Da habe ich tolle Sachen reingekriegt. Das hier sind nur die Sachen für
Belluzis Hochzeitskleid. Du musst doch langsam mal sehen, dass ich alles zusammenkriege, ne? In 8 Wochen ist das soweit. Und dann, stellt euch mal vor, stehe ich in der Kirche und weiß nicht, was für Unterricht ich anziehen soll. So, hier ist der Frenchie. Oh, was? Süß, ne? Hier, der Hipster. Oh, und nun pass mal auf. La, 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 la. Hier kommt der erste String. Ein Hauptpunkt. Alles in Weiß, wie du das haben wolltest. Die sind doch ziemlich teuer, oder? Ach, über den Preis werden wir uns schon einig. Und bei der Hochzeit darfst du nicht knickrig sein. Die feierst du ja nicht jedes Jahr. Toi, toi, toi. Also wegen deiner Hochzeitsnacht brauchst du das nicht zu kaufen, Luzi. Da kommt sowieso nicht viel mehr raus. Wenn ich da an meinen Jan, Kevin und mich denke, wir sind morgens um 4 ins Bett gefallen, haben uns gerade noch einen guten Nachtkuss gegeben und dann geschlafen wie ein Star bis zum anderen Mittag. Das mit der Hochzeitsnacht ist sowieso nur ein Märchen. Da träumst du als Teenager von. Das musst du alles vor der Hochzeit hinter dich bringen. Ja. Wir haben unsere Hochzeit auf einem Gasthof im Dorf gefeiert. Und mein Mann, der hatte den schändlichen Kater vom Kräuterabend. Auf der Treppe zu unserem Schlafzimmer wollte er sich hinsetzen und da schlafen. Meine Schwiegermutter hat mir geholfen, ihn ins Bett zu bringen. Du mach mal Lucy nicht Angst, ne? Am Ende sagt sie noch die Hochzeit ab. Ich nehme den String. Der sitzt ordentlich und da fühle ich mich gut drin. Ehrlich? String und ein Brautkleid? Du brauchst deinen Verlobten noch nicht mehr verführen, oder? Verführen? Ich zieh doch keinen String an, um jemanden zu verführen. Jetzt habe ich auch einen an. Will ich hier jemanden verführen? Mein ich vielleicht. Bitte? Konnt doch gar nicht wissen, dass er da ist, ne? Oha, nun läuft Fräulein Logisch aber auf Hochtouren. Wozu willst du so einen kleinen Fitzel bloß anziehen? Ich meine, der hält doch nicht warm und nichts zusammen. Wäsche. Die soll doch nichts warm halten und gar nichts zusammenhalten. Die soll bloß süß aussehen. Und das hier, das ist verdammt hübsch, wenn's nicht oh. Meine Moni zieht sowas zumindest nicht an. Oh. Hast du eine Ahnung? Moni hat auch Strings. Und ziemlich hübsche sogar. In schwarz, blau und lila. Meine Moni? Ich habe sowas bei ihr noch nicht gesehen. Was? Du hast sowas bei ihr noch nicht gesehen? Du musst doch wissen, was Moni für Unterwäsche hat. Wieso muss ich das wissen? Ja, Moni geht später ins Bett als ich. Und dann kann ich das nicht sehen. Und sie steht vor mir auf und macht Frühstück. Dann sehe ich auch nichts. Ja, weißt du denn nicht, was bei euch im Wäscheschrank liegt? Na, wieso denn? Ich ziehe das an, was Moni mir rauslegt und fertig. Oh. Soll ich da noch lange im Wäscheschrank gucken? Was machst du denn morgen früh? So, was soll ich morgen früh machen? Na ja, Moni ist ja nicht da, um dir was rauszulegen. Was ziehst du dann an? Das, was ich jetzt anhabe. Ja. Naja, auf einen Tag kommt das ja wohl nicht an. Oh Mann, also das ist ja wirklich romantisch. Mami, ich fühle mich wohl im String. Und der drückt sich auch nicht ab. Guck dir mal Ina an. Ina, steh doch mal bitte. Und dreh dich mal um. Was? Pass auf. Hier. Kannst immer sehen, dass Ina einen Teil ins Slip dreht. Aber bei mir nicht. Oder siehst du was bei mir? Oder fühlst du was? Komm, pass mal an. Nee. Komm, du dann wird's fast arm. Und fühlst du was? Nicht so direkt. Siehst du was? Sehen kann ich auch nicht. Na bitte. So hab ich's gern. Ich nehme den String und den Hipster auch. Kann ich beides mal behaupten? Ach, den Frenchie nicht. Nö, nee, dann kann ich ihn einpacken. Nee, den kannst du mir geben. Ich hab das ganz gern, wenn die Unterwäsche nicht so eng sitzt. Und wer weiß, was morgen Abend auf der Over-40-Party nicht alles passiert. Ich kenne da einen Taxiunternehmer. Witwer. Caro, ich hab gedacht, du bist schon durch mit den Kerlen. Mental, ja.
lange nicht biologisch. Und hinterher ein Pulver-Cappuccino. Also ich könnte jetzt gut einen gebrauchen. Oh ja, mach mir bitte auch einen. Mir auch. Ja. Ich nehme auch einen. Für mich nur, wenn da kein Koffein drin ist. Du, anders kann ich die ganze Nacht wieder nicht schlafen. Wenn du schon dabei bist, dann lass mich mal auch einen haben. Von Koffein steht hier nichts. Bloß E-339. E-339? Nee, lass mal nach. Das ist alles Kunst und Chemie. Da weißt du nicht, was das mit deinem Körper anstellt. Ja, dann hast du mit 60 ein Magengeschwür und weißt das nicht mal. Dann zeig mir mal die BHs, ja? Pass mal auf. So, hier habe ich hier Push-Up. Hier ist der Half-Cup. Und guck mal, was hältst du denn für so ein Seamless? Ach, Seamless. Wuchs bloß in dein T-Shirt. Da habe ich auch genug von. Und er macht noch so Betonbusen. Das finde ich langweilig. Aber der Push-Up, der sieht gut aus. Ja, den brauchst du ja bloß, wenn du ein Dekolleté hast. Sonst macht der ja gar keinen Sinn. Hat dein Brautkleid denn Ausschnitt? Bin ich mir noch nicht sicher. Eigentlich will ich das ja ganz geschlossen haben, das oben an Hals. Das sieht so schön unschuldig aus. Ne? Aber so ein Push-Up, der macht doch ein bisschen mehr her. Gut, ne? Das macht ein Half-Cup auch. Hier, fühl mal, was der von Polster hat. Oh, der bringt dich glatt von D nach E. Der kann Geranien auf deinen Balkon pflanzen. Bringt einen sowas auch von A nach B? Natürlich. Sind die Polster auch rein biologisch? Aus Rockenstroh oder so? Ach, oh, Rockenstroh. Die modernen BHs, so wie dieser hier. Das ist eine Ingenieursarbeit. Die sind durchkonstruiert und getestet gegen alles. Oha. Hier, der macht keine Allergie, der behält seine Farbe beim Waschen und die Bügel sind aus Chirurgenstahl. Oh. Chirurgenstahl? Ich sag immer, kein Chrom, kein Nickel, dann macht er kein Pickel. Der drückt nicht, der stützt und formt. Und die Polster sind auch nach 3 Jahren so gut wie neu. Das ist ein Raumfahrprodukt. Ein Raumfahrprodukt? Houston, wir haben ein Problem. Tja, Manni. Gegen so einen modernen BH ist ein japanischer Baggermann bloß ein Tretroller. Ich zieh ihn einfach mal an, dann weiß ich ja, wie er sitzt. Ne? Ich komm mit. Ja, ich auch. Steht mir sowas ja auch. Sag mal, Caro, das regt sich fast dann. Sie will nichts weiter als heiraten. Und da gehört dann so ein Weswagen mit Unterwäsche dazu. Nichts weiter als heiraten, sagst du? Oha. Ich habe mir damals bloß einen neuen Anzug gekauft und fertig. Der von meiner Konfirmation war schon ein bisschen blank hinten. Weißt du denn gar nicht, was eine Hochzeit für eine Frau bedeutet? Sie gibt alles auf, macht einen neuen Anfang, ganz neues Leben. Das geht doch alles bei Null wieder los. Und wie viele Männer kommen da mit Null wieder raus? Na, wenn ich an meinen Freund Rudi denke, dessen Frau hat ihm bei der Scheidung vielleicht das Fell über die Ohren gezogen. Also als ich meinen Jan Kevin geheiratet habe, da musste ich ihn erstmal von Grund auf neu ausstaffieren. Stell dir mal vor, seine Unterwäsche, die hat seine Mutter für ihn gekauft. Die war sowas von alkoholisch. Oder fällt mir ein, ich muss Emily noch mal fragen. Sag mal, was hatte dein Jan Kevin denn für Unterwäsche? Oh, weiße Baumwolle mit Eingriff. Also mal ganz ehrlich, hat da schon mal ein Mann reingegriffen und was rausgeholt, ohne sich ein Knopf zu schieben? Also was andere Männer machen, weiß ich nicht. Aber was hat denn nur Heirat mit Unterwäsche zu tun? Alles. Hast du da noch nie nicht drüber nachgedacht? Wenn du dich nackig vom Spiegel zählst, was siehst du da? Nix. Was? Ja, wenn ich geduscht habe, dann ist unser Spiegel beschlagen. Das war jetzt immer schon ein bisschen klein. Du hast dich noch nie nackt im Spiegel geguckt. So ganz von oben bis unten. Nee, wieso denn? Ich weiß doch, wie ich aussehe. Das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Ich habe mit 18 mein Sportabzeichen in Gold gemacht. Mhm. Damals habe ich Moni kennengelernt. Oh. Mit einer Hand konnte ich so hochheben. Einfach so. Mit 18? Ja. Ist schon ein bisschen her, ne? Ja, so viel verändert habe ich mich ja wohl nicht. Also noch mal von vorn. Wenn du dich nackt im Spiegel siehst, was siehst du dann? Mich. Ja, dich. Alles, was du siehst, bist du. Und? Gefällt dir das, was du da siehst? Ich kann nicht, was du willst. Wenn ich geduscht habe, dann muss ich mich anziehen und los. Dann habe ich gerade noch Zeit für einen Schluck Kaffee und ein Stück Brot.
Ja, um 8 Uhr schmeiße ich dann mein Bagger an und dann geht das oft bis 7 Uhr abends, volle Kelle durch. Caro, das hat ja gar keinen Sinn. Gegen seinen Bagger kommst du ja doch nicht gegen an. Ja, aber er muss doch verstehen, was Erotik ist. Das fängt doch bei ihm selbst an. Er muss doch wissen, was Moni sieht, wenn sie ihn anguckt. Jetzt bleib doch mal bitte bei einem Thema. Bis jetzt reden wir über Heiraten und Unterwäsche. Was hat denn Erotik damit zu tun? So, nun sag mir doch mal. Ja. Unterm Brautkleid anziehen oder nicht? Ja, Hähnchen meint ja, das sieht zu kiebig aus. Ich finde das nicht. Manni, was meinst du? Ja, was meine ich? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, ich kenne mich da nicht so mit aus. Auf was muss man denn achten? Fällt dir denn gar nichts auf? Nee, das soll mir auffallen. Und ich habe immer gedacht, so ein Push-Up, der haut doch glatt jeden Mann aus dem Push. Mann, ja, aber ein Stier nicht. Den zieh ich den anderen mal eben an, dann siehst du das vielleicht. Wenn einer will, der Cappuccino ist fertig. Ja, wir sind gleich wieder da. Ja. Manni, Manni, ich komme da immer noch nicht drüber weg. Moni quält sich mit Diäten und ärgert sich, wenn sie ein Kilo zugenommen hat. Und du weißt nicht mal, wie du selbst aussiehst. Kevin, den habe ich jetzt soweit. Der geht einmal in der Woche für 2 Stunden in so eine Muckibude. Hat inzwischen so einen richtigen kleinen Waschbrettbauch. Hallo Mausi. Die Frauen im Urlaub, die haben vielleicht Augen gemacht, als sie ihn zu sehen gekriegt haben. Ja, Mutti kommt gleich. Schluckt er denn auch Anabolika für seine Muckis? Kein Wunder, dass er dann so einen Viagra-Käfer fressen muss. Was sollte denn zu denken gehen? Hier. Auf unserem Hof hatten wir auch mal so einen. Der war Bodybuilder. Sah aus wie Herkules, aber seine Freundin war immer nach 4 Wochen wieder los. Wisst ihr, wie die Derns ihn beim Tanzen genannt haben? Na? Den Heißluftballon. Alles rund und prall. Bloß die Gondel, die hängt immer nach oben. Wieso? Ich hab das ja nicht gesagt. Ich hab mir das bloß gemerkt. Also mit meinem Jan Kevin bin ich rundum zufrieden, dass ihr das mal wisst, ja? Und Manni? Und wie ist der? Hm? Siehst du jetzt einen Unterschied? Ja, der hat nicht so viel Hubraum wie der andere. Und so gar keine Hydraulik, ne? Ich meine, der drückt das nicht so nach oben. Oder sehe ich das vielleicht verkehrt? Ich meine, der Inhalt, der bleibt doch immer derselbe. So Kubikzentimetermäßig. Der Inhalt bleibt immer derselbe, aber das kommt doch auch auf die Verpackung an, was eine Frau nun sexy ist oder nicht, ne? Du, das Wort sexy, da habe ich schon lange mal nachgedacht, aber bis jetzt habe ich das nicht so richtig begriffen. Ach, nee. Mann, eine Frau ist dann sexy, wenn sie einen Mann auf das neugierig machen kann, was er in Wahrheit schon lange kennt. Oh. Aha. Du hast voll logisch sich aber selbst übertroffen. Also Emily, das Ding ist wirklich süß. Hast du das auch in einer anderen Farbe? Bisschen weniger unschuldig. Das zeige ich euch nächste Woche. Ich habe da scharfe Sachen reingekriegt. Oh. Wenn ich ein bisschen mehr Geld hätte, dann würde ich mir stapelweise neue Unterwäsche kaufen. Ach, wir finden da was. Jasmin, dein Cappuccino wird kalt. Oh, danke. Manni, was fummelst du denn da hinten rum? Auf die Vorderseite kommt das für dich doch an. Ich will jetzt endlich mal rauskriegen, wie so ein Ding auf und zu geht. Das ist aber auch ein fummeligen Kram. Wieso? Weißt du nicht, wie ein BH aufgemacht wird? Denn du sagst bloß, du hast Moni noch nie ausgezogen. Das habe ich einmal versucht. Da waren wir noch verlobt. Aber ich habe das nicht hingekriegt. Da hat sie gesagt, nee, lass es mal. Du reißt mir bloß alles kaputt und dann hat sie es selbst gemacht. Und du hast das überhaupt nicht wieder versucht? Nee. Ich blamier mich bloß einmal. Okay, mal so geil. Ja, so. Einige Männer stellen sich aber auch zu dösig dabei an. Ich habe immer gedacht, die Jungs können das von Geburt aus. Die sind so auf die Welt gekommen. Aber das war wohl nix. Mein erster Freund, der war ein bisschen älter als ich. Der konnte das mit einer Hand im Dunkeln. Aber später habe ich Jungs kennengelernt, da konntest du bei einschlafen, bis die dich ausgepellt haben. Aber so ist das ja keine Kunst, wenn du das sehen kannst. Wir üben das jetzt mal richtig. Hm? So dösig kann auch ein Mann nicht durchs Leben gehen, ne? Was meinst du? Warte. Was hast du? Jetzt. Setz du dich hin und machst ihn auf. Nee, das ist ja viel zu einfach.
So kann er ja schummeln. Oh. So! Ist jetzt gut gegangen, kann das auch so bleiben. Nein, los, Mann, die kommen mich nicht so an. Sowas muss man können. Anders fehlt ihm was im Leben. Und wie erkläre ich das Moni, wenn ich das mit mal kann? Das kriegt Moni schon raus. Nächsten Freitag treffen wir uns doch schon wieder. So, das heißt, ihr erzählt Moni alles, was hier passiert ist? Natürlich. Bis jetzt ist ja noch gar nichts passiert. Nun setz dich hin und versuch dein Glück. Aber nichts kaputt machen. Ich will ihn noch lange anziehen. Kann dein Verlobter das denn auch? Ja, sicher. Der kriegt ihn nicht nur auf, der kriegt ihn hinterher im Auto auch wieder zu. So, du mein Mann. Im Auto, da hast du doch die Hände am Lenkrad. Schau. Denk einfach Trecker, dann verstehst du das besser. Sind die Haken auf der linken Seite oder auf der rechten Seite? Das kannst du doch fühlen. Die Haken, die sind oben und die Ösen, die sind unten. Aha. Also, ich fange an, Moni zu verstehen. Was soll das denn heißen? Auch nix. Aber es gibt nun mal einen Unterschied zwischen einer Frau und einem Bagger. Ja, das stimmt. Beim Bagger weißt du, was passiert, wenn du deine Hände nicht an der richtigen Stelle hast. Mein Wasserhahn ist das gleich. Links rum ist aufrecht und ist zu. Haken oben und links unten. Auf dem Trecker geht das überhaupt nicht. Da ruckelt das doch immer hin und her. Nimm die Hände vom Lenkrad und du fliegst auf den Acker. Haru, denk da nicht wieder über nach. Das ist nun mal an dir vorbeigegangen. Sag mal, Emily, hast du auch an mich gedacht? Klar. Ja. Beim Putzen. Ha, ha, ha. Hier, zwei Ansichtsmodelle. Kannst dir aussuchen. Oh. Was kriegen wir denn jetzt? Kommt jetzt Mutter Tarzan aus dem Busch? Wieso denn Mutter Tarzan? Die sind doch für Vater Tarzan. Das sind doch Herrenstil. Ist ganz anders geschnitten. Siehst du das denn nicht? Also viel Platz ist da ja nicht gerade drin. Nun gibt man nicht so an mit Damian Kevin. So wie ich das sehe, reicht der Platz zweimal. Warst du nicht verheiratet, was? Oh, ich glaube, ich habe einen Haken auf. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Schluck. Nee, ganz oder gar nicht. Sonst lernst du das ja nie. Jetzt mach mal weiter. Hey! Als ich jung war, gab es sowas nicht. Aus der richtigen Unterhose, da konntest du noch einen Putzlappen machen. Den kannst du einfach wegwerfen. Aber beim Kerl mit einer knackigen Figur sieht das wirklich lecker aus. Oh, der, ich war mal mit einer Freundin in so einer Dreamboy-Show. Oh. Also ich kann euch sagen. Da waren wir auch mal mit Party und die Dogging, aber die Lucia. Sag mal, hast du denn den Jungs auch einen Geldschein in den Slip gestellt? Na klar, aber nur 5 Euro. Der Eintritt war teuer genug. So, ich glaube, ich habe das geschafft. Nix ist kaputt. Was sagt ihr jetzt? Na bravo. Da kann ich ja meinen Pulli gern ziehen. Das hat ja auch lang genug gedauert. Ja, und der Stuhl nun deren. Wer dann würde jetzt sagen, wenn er sich beim Rest auch so anstellt, wäre ich mal besser ins Kino gegangen. Ich war noch nie bei so einer Dreamboy-Show. Was hat man als Frau denn davon? Das frage ich mir aber auch. Was Neues kommt aber nicht mal raus. Was Neues kommt bei einer Striptease-Show auch nicht raus. Und trotzdem gucken die Kerle sich das an. Eine Dreamboy-Show ist eben Striptease für Frauen. Da musst du mit einer ganzen Clique hingehen. Und vorher musst du dir ordentlich einen antüdeln. Und dann wird Rambazamba gelaufen. Kannst du als Frau ja sonst nicht. Du als Akademikerin. Ich habe immer gedacht, du machst das alles zu Hause ab. Diese Shows, die sind ein legales Ventil gegen den gesellschaftlichen Druck, in dem wir Frauen ständig leben müssen. Ja, und so einem Abend, da kannst du mal alles rauslassen, was sonst immer unterdrückt wird. Und das Allerbeste ist, du gehst da mit deinen Freundinnen hin. Dann ist das also akademisch-biologischer Schweinkram. Ich würde mir solche Shows nicht angucken. Mensch, Caro, mit Schweinkram hat das überhaupt nichts zu tun. Mehr als am Strand an der Ostsee kriegst du da auch nicht zu sehen. Oh. Aber die Show ist gut. Das Licht stimmt, die Musik und die Männer tanzen. Du, ist das wie bei so einer Voodoo-Nacht auf Martinique? Ja, bisschen was mit Religion hat das auch zu tun. Ja. Wie im alten Rom, wenn sie da die Saturnalien gefeiert haben. Das haben die Römer überhaupt von den Griechen übernommen. Kein Geschichtsunterricht. Ach, was Religion, das macht einfach Spaß und fertig. Und den habe ich dann hinterher mit meinen Verlobten auch. Verlobter, wer ist das eigentlich? Kennen wir den? Nee,
Aber auf unserem Polterabend, da werdet ihr ihn alle kennenlernen. Du warst doch eine Zeit lang mal mit Lars Timmermann zusammen. Ja. Wieso ist denn das auseinandergegangen? Das war doch ein netter Kerl. Ja, Lars war nett, aber er war 3 Jahre jünger als ich. Na und, das ist doch kein Grund. Alt werden die Männer von alleine. Geht schneller als du gucken kannst. Da sagst du was. Das war's ja auch nicht, aber ich kam mir neben ihm so alt vor. Das wollte ich ja nicht nun schon haben. Emily, was macht deine Tochter denn? Die hat doch auch geheiratet. Richtig. War das nicht ein Engländer? Ja, der ist vor einem halben Jahr wieder an seine Bank nach London gesetzt worden. Da lebt meine Tochter nun auch. Gefällt ihr unheimlich gut die Stadt. Da kann sie viel besser shoppen als hier, sagt sie. Das stimmt. Da kannst du Klamotten kaufen, die gibt das hier gar nicht. 3-mal war ich da und konnte hinterher im Hotel nur noch die Beine lang machen. So viele Geschäfte habe ich abgeklappert. Sag mal, warst du auch im Britischen Museum oder im Victoria und Albert? Oh, da möchte ich gerne mal wieder hin. Na ja, na gut, es wäre, was soll ich denn im Museum? Wenn ich mal reise, dann will ich auch shoppen. Ja, da kauft man sich schon was zusammen, das stimmt, das kenne ich. Oh, vorgestern habe ich mal meinen Kleiderschrank durchgestöbert. Mann, oh Mann, was ich da alles angesammelt hatte in all den Jahren. Allein die Klamotten von meiner Disco-Zeit. Oh, was, die hast du noch? Mhm. Und was machst du da jetzt mit? Ach, das bringe ich alles zur Altkleidersammlung. Och, so 2 Büdels davon habe ich in meinem Auto. Was sind 2 Büdels voll Klamotten? Oh. Du, da ist doch sicher noch was bei, was man noch brauchen kann. Ja, das meine ich aber auch. Ach, die kannst du doch später immer noch wegtun. Ja, na, du hol sie mal rein, wenn du sie schon hier hast. Angucken schadet ja nichts. Ja, wenn ihr meint. Guck eine mit. Ja, klar, ich komme mit. Ja, der Mann kommt her. Das ist aber ganz gefliegende Sache. Allein mit Phasen. Oh, Manni, was machen eure Kinder denn? Rumi sagt, Rebecca studiert in München. Aber was eigentlich? Astrophysik. Oh. Und was ist das? Das ist... So ganz genau weiß ich das auch nicht, aber das hat mit dem Weltall zu tun und wo das herkommt und aus was das besteht und so weiter. Im nächsten Jahr geht sie nach Berkeley in Kalifornien. Berkeley? Ja, da gibt es Fachleute für die Stringtheorie. Mhm. Ja, das ist das Allerneueste auf dem Gebiet. Mhm. Ah, das mit den Strings ist wichtig, da muss man sich auskennen. Sind die für deinen Jan Kevin, Ina? Mann, Luzi, diese Stringtheorie, die hat doch nichts mit den Unterbüchsen von meinem Jan Kevin zu tun. Was ist denn das? Langweilig. Warum studiert Mannis Tochter denn sowas? Sie will rauskriegen, wie das mit uns angefangen hat und wie das vielleicht auch mal zu Ende geht. Mhm. Bis jetzt war das unheimlich kompliziert, aber mit diesen Strings ist das vielleicht auch ganz einfach. Mhm. Ist auch ganz einfach. Das fängt an, wenn 2 von uns in der Kiste liegen und hört auf, wenn du am Ende alleine in der Kiste liegst. Dann ist unser Leben also nichts anderes als eine Reise von einer Kiste in die andere. Tja, da habt ihr beide recht. Da darfst du gar nicht drüber nachdenken. Sonst hängst du später an der Buddel. Keine Bange, Manni. Zwischendurch kannst du immer noch ein bisschen baggern. Hab ich doch gewusst, dass mein Leben einen tieferen Sinn hat. Hier, guck mal. Wenn du was ansehen willst, dann willst du das auch haben. Das hier habe ich nur hier. Guck mal, 40% Polyamid, 60% Polyacryl. Nee, guckt euch das mal an. Meint ihr, das steht mir? Nee, da passt du dein Lebtag nicht rein. Leg das auf den Tisch. Ich halte auch mal die Luft an, Caro. Luzi, sag du mal, was steht mir das? Weiß ich nicht, musst du erst anziehen. Ja, das mache ich ja gleich. Erstmal sehen, was noch so da ist. Also sowas habe ich früher mal ganz gerne gehabt, aber heutzutage ist das wohl zu spät, wa? Zu spät. Zu spät ist nie was. Höchstens zu eng. Du zieh das doch einfach mal über, dann weißt du es ja. Oh, nee. Also die Farbe, die steht mir jetzt gar nicht. Färbt ihr die Haare anders, dann steht's dir auch. Kinder, so wird das nicht. Nimm mal den Pfoten weg, Luzi. Oh, ja. So. Oh mein Gott. Nun haben wir erstmal den Überblick. Hey, das war easy. Mann, das hab ich ganz einfach genug für dich. Ihr seid aber auch wie die Aasgeiz. Du sagst es. Oh, Hanna, das ist schön. Ne? Du, ich hab dich doch mal nach so einem Herrenparfüm für meinen Mann zu Weihnachten gefragt. Hast du daran gedacht? Oh, gut, dass du das sagst. Das hab ich doch glatt vergessen. Ja. Wie steht mir das hier? Oh, ich weiß nicht. Bist du mich ein bisschen alt für? So, die hier sind aus Japan und China. Alles reine Natur. Kannst dir was aussuchen. Oh. Emily, wie alt warst du, als du das hier gekauft hast? Was weiß ich? 18 vielleicht. Siehst wohl, genau richtig für mich. Du,
Das riecht aber gediegen hier. Zeig mal. Nee, das liegt an deiner Handcreme. Die passt da einfach nicht zu. Du, und dann ist das ja auch ein Herrenparfüm. Das riecht beim Mann ganz anders als bei der Frau. Meinst du? Ja, natürlich. Mali, nimmst du ein Herrenparfüm? Nee, zu was denn? Moni schenkt mir zur Weihnachten immer eine Flasche Rasierwasser. Da komme ich dann ein Jahr lang mit hin. Lass mich mal riechen. Das kann sich jetzt nicht mehr riechen. Sag mal, was ist das denn hier? Ein breiter Gürtel oder was? Zeig mal her. Nee, das ist ein Wickelrock. Hier, guck mal. Ein Wickelrock. Ja, sofort. Der geht ja gar nicht über den Hintern. Ist für den Sommer im Urlaub. Dein Haar riecht da Öl und Diesel, aber das macht nichts. Ja, das kommt von meinem Bagger. Meine Haare wasche ich mir das morgen früh. Das ist gut, dann kann ich das bei dir ausprobieren. Ich bitte dich, das kannst du doch im Hotel nicht anziehen, das Ding. Ach nee, du Gummi, ja. Ach Mensch, das Kind, ich bin doch kein Gigolo. Ja, Öl und Diesel, das riecht nach ehrlicher Arbeit, aber sowas doch nicht. Ach, geh doch nicht gleich so hoch. Das war bloß ein kleiner Tropfen. Ina. Wenn du am Strand bist und gehst in die Eisdiele, dann bist du gleich ordentlich angezogen. Wo machst du denn Urlaub? Meistens an der Riviera, in der Gegend von Sanremo. Ich hab gesagt, ich will das nicht. Oh, ich muss das doch riechen. Sanremo, warum kannst du dir denn Sanremo leisten? Ich glaube, ich probiere das mal an. Vielleicht sehe ich da morgen auf der Oberforti-Party gut drin aus. Das willst du da anziehen? Warum nicht? Wir laufen da nicht in Sack und Asche rum. Du, warte, ich komme mit. Ich habe auch was gefunden. Soll mal sehen, wie das hier steht. Sanremo, wie kann die sich Sanremo leisten? Wow, das Skitüchs brennt ja schlimmer als Rasierwasser. Was ist denn das? Das ist gleich vorbei. Das ist der Alkohol. Der muss erst verfliegen. Alkohol? Ja. Wenn ich Alkohol haben will, dann will ich ihn Inhalt und nicht Anhalt. Das ist ja jetzt schon vorbei. Und lass mich nochmal riechen. Also das riecht nicht schlecht, du. Aber wonach? Lass mich nochmal. Ja. Ja, das riecht gut, das kenne ich. Das ist. Ja. Ah, ich komme da nicht drauf. Lass mich auch mal riechen. Ja. Das riecht wie meine alte lederne Aktentasche. Das stimmt. Wie heißt das? Das heißt Genghis Khan. Ich will nicht wie ein alter Sattel riechen. Habt ihr nicht was, was zu mir so ein bisschen nach Harley Davidson riecht? Das passt nicht zu deinem Typ. Hier, probier das noch. Langt das, wie viel denn noch? Oh, das ist nicht schlecht. Oh, das ist ein feiner Herbert Duft. Den mache ich auch. Wie heißt das denn? Sicher Sitting Bull. Nee, das ist Glücksdrache. Also toter Saurier. Das will ich auch. Dann probier das hier. Ja, lass mich in Ruhe. Ich hab gesagt, das langt und jetzt langt das wirklich. Ja, aber hier ist alles für einen guten Zweck, mein. Oh, für einen guten Zweck. Ich bin doch kein Laborkaninchen. Kannst du deinen Mann denn selber aufrufen? Nee, das geht nicht, dann weiß er, dass er das zu Weihnachten kriegt. Ach, das wissen wir Männer doch sowieso. Schlipsocken, Oberhemd, Rasierwasser. Gediegen, das riecht so ein bisschen nach Fichtennadeln. Hm. Stimmt, Fichtennadeln. Wie heißt das? Fröhlicher Holzfäller oder so. Nee, das kannst du vergessen. Das ist kein Parfüm. Das ist Badezusatz. Ja! Das ist Manni. Der riecht nach Glücksdrache und Genghis Khan. Glücksdrache und Genghis Khan. Und die beiden liegen mit dem Schnupfen in der Badewanne. Also ich nehme den Genghis Khan, den kannst du mir mitbringen. Ja, das mache ich. Und du, Emily? Oh, ich würde das gerne noch mal ausprobieren. Ja, aber nicht mehr an mir. Ja, mir ist das Schluss. Du hast dich aber eingedieselt. Hab ich gar nicht gedacht, mein Mann. Ich wäre auch froh, wenn das bloß Diesel wäre. Friday night and the lights are low. Can I find a place to go? Well, to play the right music. I'm getting in the swing. You come and look for a gig. Look for a gig. You get the chance.
Zeit hier. Wenn wir zusammen sind. Ey, Manni, weißt du, wo Moni ein paar Plastiktüten hat? Nee. Das weiß ich. Manni, den Bock, den lass ich dir gleich hier, ne? Gib das Geld mal in Zukunft nächsten Freitag Moni mit, ne? Dann sind wir glatt. Oh, guck mal, Moni hat sich wieder was gegönnt. Oh, sie hat mir schon gesagt, muss ich sie immer noch fragen. Sag mal, kann ich so bleiben oder muss ich meine anderen Sachen wieder anziehen? Bleib ruhig so. Aber lass dich nicht mitschnacken. Nee, 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 ich fahre lieber nur nach Hause. Ach ja, wir kriegen nächste Woche Rinderfilet aus Argentinien. Soll ich Freitag mal einen Strang mitbringen? Ja, ja. Oh, dann machen wir Steaks mexikanisch mit Chia. Das haben wir lange nicht mehr gehabt. Ja, und ich mache Tequila Sunrise. Das passt gut. Und da weiß ich auch eine schöne Geschichte, die ich mit einem Griechen in Acapulco erlebt habe. Oh. Manni, du kommst hier klar. Pack den Kram mal in die Spülmaschine, ne? Da ist das morgen früh wieder rein. Und die Steakchen, die kannst du in den Müll schmeißen. Und Moni soll sich was aussuchen und den Rest willst du zur Altkleidersammlung. Und sie soll mir die Adresse von ihrem Gynäkologen durchsagen. Sie ist doch so zufrieden mit ihm. Gynäkologen? Ist da schon was unterwegs? Weiß ich nicht. Ich bin so 8 Wochen rum überfällig. 8 Wochen? Ja, wäre das ja keine Hochzeit, dann wäre das ja höchste Zeit. Du, nicht wie hin, ruf mich an, wenn du was weißt. Ja, ich dachte, du wolltest auch noch 1-2 Jahre mit warten. Mit den Babys ist das wie mit den Pickel in der Pubertät. Sind sie erst mal da, dann werden sie auch groß. Ich habe auch alles, dann können wir. Tschüss, Manni. Emily, gibt es eigentlich die Tür geschlossen? Was hat das mal mit zu Hause. Ja, Schorsch und Rudi haben mich sitzen lassen. Und wie geht's deiner Mutter? Ach, zum Glück. Sag mal, du und ich glaube, wir haben was zu bereden. Nix. Heute ist bloß Freitag. Ja, genau das. Wir haben uns einen gemütlichen Abend gemacht. Nee, das schmeiß ich alles in Geschirrspüler. Ja, ja. Ja, der ist kaputt. Was, der ist kaputt? Seit Jahren schon? Oh, nee. Hä? Na gut. Dann mach ich das eben so. Ja, bis dann. Ja, schlaf gut, mein Schatz. Hm? Ich dich auch. Aber morgen bitte wieder alles wie immer.